Moin zusammen, es geht mal wieder los. Wir müssen uns um das Auto legen hier. Herr Hansen hat eine Leckage. Tja, der Abwassertank. Da müssen wir ran, der kleckert nämlich, das haben wir jetzt gesehen. Ja, wenn ihr Bock habt mitzukommen und das Auto, ja, dann geht's jetzt los. So, erste Bestandsaufnahme. Dazu gehen wir natürlich erstmal wieder an das Auto, freuen wir uns schon. So, da kleckert das raus. Ich habe da schon alles versucht, hier mal zu flicken und so. Auch im Urlaub, aber irgendwo an der Seite muss er rauslaufen. Ja. Das heißt, den hier wieder lösen. Den lösen. Und den hier. So, der erste ist abgeschraubt hier. Abbauen geht immer leichter als anbauen. So ist er. Und da sind die Teile, hängen alle runter, ey. So, dann kann ich nämlich gleich nochmal diese Schrauben hier oben nochmal kontrollieren, ob die noch alle fest sind. Aber das sieht eigentlich alles echt gut aus. Also, den hinteren Schlauch vom Den hinteren Schlauch von der Toilette, den konnte ich einfach abziehen, das war auch geschmeidig. So, ging eigentlich, ne? Ja, so, dann wollen wir uns den Fusch mal genau angucken hier, ne? Oder was? Aber ich meine, dafür, für, keine Ahnung, Norwegen 7000 Kilometer, Schweden noch einmal 6000, da sind wir schon bei 13000, so zwischen 0 und 15. Naja, für 16000 Kilometer sieht das doch gar nicht schlecht aus. Hier ist der Ablauf hier, das ist natürlich alles geklebt, ne? Weißt du, wie das aussieht? Wie sieht das aus? Als wenn ich das gemacht hätte. Nee, komm, ich glaube, wenn du das gemacht hättest, dann sähe das besser aus. So, wir müssen die ganze Schnellentleerung erstmal alles abbauen hier. Ebenso wie hier der Zulauf von der Küche. Das hatte ich irgendwie scheinbar auch alles nur geklebt. Erstmal wieder alles abreißen und dann wieder neu zusammenbauen. Bauen, aufreißen, nieder, haben wir Arbeit immer wieder. Mach nochmal. Warte, mach nochmal. Bauen, aufreißen, nieder, haben wir Arbeit immer wieder. Ja, schneiden wir den ganzen Kram erstmal ab hier. Beziehungsweise brauchen wir ja nicht viel abschneiden. Sieht man das natürlich. Ich hatte das irgendwie nur festgeklebt. Und das muss man irgendwie doch schrauben. Also da muss ich mir was einfallen lassen. Ich mache erstmal alles wieder sauber. Ebenso wie diese Geschichte hier. So, da rein guckt ihr nicht. Ich mache das jetzt alles mit Chico und dann gucken wir weiter. Ja, das ist die Schwierigkeit natürlich. Diese Versorgungsöffnung, die habe ich natürlich so megamäßig eingeklebt mit Sikaflex. Da. Ach, rührt sich jetzt nicht so wirklich viel. Jetzt habe ich die schnelle Entleerung schon sauber gemacht. Das ist übrigens alles noch Dreck hier vom Trollforsen hier, Schweden. Ja, klopfen, 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 klopfen. Und dann ist sie auch auf. Schwein gehabt, weil ich muss sie aufhaben, damit ich nachher von innen die Schnellentleerung wieder festkriege. So, reingucken tut ihr aber nicht. Dann mache ich jetzt mal ganz alleine. Bin mal gespannt. Ja, bin dann doch überrascht, ist ja doch weniger drin, als ich gedacht habe. Da liegt wirklich nur so ein bisschen Essen-Krümelkram drin irgendwie. Also wirklich, ich hätte ernsthaft gedacht, da liegt mehr Essen drin auch oder irgendwas so. Also unser Plan ist jetzt, diese Platte hier. Hier schmieren wir jetzt ordentlich Sikaflex drauf, kleben die hier ein und von innen kommt dann Edelstahlschrauben durch, noch mit einer Scheibe und einer Dichtung. Und das Ganze verschmieren wir dann nochmal von innen mit Silikon. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir das beim ersten Mal auch so gemacht haben. Haben wir? Mhm. Müssen wir mal dein Video angucken. Ja, haben wir ja gemacht.
Da hattest du gedreht noch, das weiß ich noch. Ich drehe öfter mal am Rad. Ja, eben. Also von innen nochmal, wie gesagt, der Silikon drum jetzt festgeschraubt. Das ist jetzt eigentlich auch bombenfest. Jetzt schmieren wir hier außen nochmal Sikaflex nochmal gegen. Überall einmal drumrum. Und dann soll das hoffentlich dicht sein. So, sieht das jetzt aus. Schöne Schicht Sikaflex nochmal überall rumgezogen hier. So, und dann klebe ich jetzt noch den Winkel an für die Toilette. Nee, Quatsch, für die Küche. Für die Küche. Und zwar lassen wir es richtig trocknen. Jetzt ein paar Tage, dass der Sikaflex richtig aushärten kann. Und dann machen wir mal einen Testlauf, ob das auch wirklich alles trocken ist. Ich hoffe, das ist so. Aber ich glaube, das wird auch so sein jetzt. So, es geht los. Die Dichtigkeitsprüfung des Abwassertanks kann beginnen. Alles angegangen. Stimme fängt schon an zu lachen. Alles neu angeklebt, neuer Schlauch dran. So, der hatte nämlich hier auch einen kleinen Riss. Das ist der Schlauch von der Küche. Hier läuft das Küchenwasser rein. Die ganze Schnellvorrichtung komplett neu eingeklebt, alles. Und dann lassen wir oben jetzt mal ein bisschen Wasser rein und gucken mal. Scheint alles dicht zu sein. Wir lassen es jetzt aber noch mal ein bisschen stehen, das Ganze. Wasser steht jetzt ungefähr bis hier. Kann man da reinleuchten? Nee, kann man nicht. Also Füllstand ist ungefähr hier jetzt so. Jetzt ist da ordentlich Druck drauf auf dem Teil und lassen wir jetzt erstmal so stehen kurz. Man hat natürlich immer so ein bisschen Panik, wenn man das einbaut jetzt wieder, dass er doch wieder undicht ist und sowas alles. Aber vom Hin- und Hertragen pütschert der überall raus jetzt. Deswegen haben Stimme und ich den jetzt als gut befunden, ne? Der ist dicht. Der ist dicht. So, jetzt bin auch dicht. So, jetzt ziehen wir mal den Hahn. Ja, Feuer frei. Feuer frei, Püschi raus. Nee. Alles wieder angebaut. Schlauch ist dran. Ich hoffe, das hält wirklich, weil das ist irgendwie alles nicht so das Gelbe vom Ei. Kann das Ding jetzt mal wieder die nächsten 15.000 Kilometer halten, wa? In dem Sinne, reicht erstmal wieder unterm Auto gelegen zu haben und wir fahren erstmal wieder ein bisschen Urlaub machen. Tschüss.